Mein Name ist Stefan Keuter, ich bin Kreissprecher des Kreisverbandes Essen und ich bin stellvertretender Sprecher des Bezirksverbandes Düsseldorf. Ich freue mich, dass heute mein Vorstandskollege Herbert Strotebeck mich vorgeschlagen hat. Außerdem bin ich Bundesdelegierter und Mitglied der Landesprogrammkommission. Ich bin Mitglied des Technischen Landeswahlkampfteams und ich war Mitglied des Landesstrategieteams. Wenn die Partei mich braucht, war ich und bin ich immer da. Und ich sage euch, ich brenne auf den Wahlkampf, der vor uns steht. Highlights waren für mich die Organisation der legendären Amazonas-Party, damals 2015 vor dem Bundesparteitag in Essen, den ich für die Junge Alternative organisiert habe. Wir hatten überraschenderweise fast 800 Gäste und ich freue mich heute noch, immer wenn ich auf Parteitagen bin und die Strohhüte sehe. Das macht mich glücklich und zeigt, dass wir uns damals gegen das Partei-Establishment gewehrt haben. Ich mache sehr gerne politische Abende, Veranstaltungen. Wir hatten in Essen schon den SVP-Politiker Oskar Freisinger zu Gast, eine sehr gute Veranstaltung. Und zuletzt gestern Abend noch Nikolaus Fest aus Berlin und Imad Karim. Meine Kandidatur hier wird durch die Parteibasis unterstützt. Es gibt vom Kreisverband Essen, dem ich vorstehe, einen einstimmigen Vorstandsbeschluss, meine Kandidatur hier zu unterstützen. Und es gibt einen einstimmigen Beschluss des Bezirksvorstandes Düsseldorf, dass die Kandidatur hier ebenfalls vom Bezirk unterstützt wird. Ich stehe für Einigkeit in dieser Partei und bin ständig bestrebt, wie ich es auch am letzten Wochenende gesagt habe, diese Partei zu einen. Liebe Freunde, Nordrhein-Westfalen hat mehr Wähler als alle Ostbundesländer zusammen. Unser Ruhrgebiet ist das größte Ballungszentrum Europas. Das Ruhrgebiet ist leider noch tiefrot. Wahlen werden dort im Herzen der Sozialdemokratie gewonnen. In Nordrhein-Westfalen ist die AfD immer noch, ist die SPD immer noch für 40% gut. Im Ruhrgebiet für bis zu 60%. Und ich frage euch, wollen wir das ändern? Die hart arbeitenden Mitbürger haben der SPD über Generationen ihr Vertrauen geschenkt, damit es ihren Kindern einmal besser geht. Aber ich sage euch, die SPD hat ihre Wähler verraten und verkauft. Habt ihr auch noch die Bilder aus den 80er und 90er Jahren vor Augen? Als auf der Rheinbrücke in Rheinhausen die Stahlkocher und die Bergleute standen, Zehntausende von Menschen durch die Städten zogen, die Deindustrialisierung des Ruhrgebietes beschlossen war, Familien mit Kindern vor den Werkstoren ausharrten. Und was hat sich geändert? Der Strukturwandel war angesagt, aber es hat sich nicht die Struktur gewandelt, es haben sich die Lebensbedingungen der Menschen im Ruhrgebiet geändert. Eine Rente auf Grundsicherungsniveau, marode Städte, Hoffnungslosigkeit, Trostlosigkeit, fehlende Arbeitsplätze und sind wir mal ehrlich, ein Alleinverdiener ist doch kaum noch in der Lage, dort eine Familie mit nur einem Job über Wasser zu halten. Und da frage ich euch auch, wollen wir das oder wollen wir das als AfD ändern? Eine gescheiterte Integration und Islamisierung haben die Roten uns auch noch beschert. Kurzum, die Sozialdemokratie hat auf ganzer Ebene versagt. Keine Perspektiven, keine Kompetenzen. Die SPD hat fertig. Ihr fragt euch jetzt, warum ich hier nur auf der SPD rumhaue. Das Fett soll natürlich auch die CDU wegbekommen, aber sind wir mal ehrlich. Die CDU hat hier in Nordrhein-Westfalen den Laschet und die haben die Merkel und damit sollten die eigentlich genug bestraft sein. Ich bin kein Sozi, aber es gibt Missstände in meiner Heimat, gerade im Ruhrgebiet, die ich als zutiefst ungerecht empfinde. Ich habe es hautnah erlebt. Schulfreunde, Klassenkameraden, die sich kein zweites Kind leisten können. Nachbarn, die mit 50 Jahren arbeitslos geworden sind und keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt haben, die ihre private Altersvorsorge aufzehren müssen und dann von Hartz IV leben müssen und einer kärglichen Rente entgegenfristen. Mitarbeiter, die ihrer Mutter Geld zustecken müssen, die hat drei Kinder großgezogen und die Witwenrente reicht nicht für die Medikamentenzuzahlung. Deutsche Kinder, die in den Schulen in der Minderheit sind
und als Kartoffeln- und Schweinefleischfresser beschimpft werden. Rentner, die in Arbeiterwohlfahrtsaltenheimen kein Schweinefleisch mehr bekommen. Das sind Missstände und da packt mich die Wut. Diese Menschen fühlen sich verraten und verkauft. Ich will das Ruhrgebiet blau machen. AfD-blau. Als Kind des Ruhrpotts sehe ich es als meine ureigenste Aufgabe an, diesen Menschen zu zeigen, dass Politik auch anders geht. Ich will diesen Menschen eine Stimme geben und Hoffnung sein. Sind wir mal ehrlich, dem Ruhrgebiet wird bei der anstehenden Landtagswahl und bei der Bundestagswahl eine Schlüsselrolle zufallen. Wenn ich auf unsere bisher gewählte Liste schaue, bin ich sehr zufrieden, dass da sehr viele gute und fähige Leute draufstehen. Ich bin aber auch ein Stück weit betrübt, weil ich feststelle, dass der Bezirk Düsseldorf und insbesondere aber auch das Ruhrgebiet hier deutlich unterrepräsentiert sind. Dort im Ruhrgebiet werden die Wahlen gewonnen. Nicht nur die Landtagswahl, auch die Bundestagswahl. Und ich möchte mit euch zusammen dort die Stimmen holen, die uns mit einem starken zweistelligen Ergebnis in den Bundestag tragen werden. Mein Ziel sind 20% plus. Und hierfür bitte ich um eure Unterstützung. Vielen Dank, Glück auf. Danke nicht. Es wäre nun mehr Zeit für Fragen. 30 Sekunden Zeit. Bitte schön. Herr Keuter, wir haben mit Ihrer Person mit Sicherheit kein Problem. Wir haben mit Ihren Umständen ein Problem. Der Mut zur Wahrheit ist dann häufig an einigen kleben geblieben, so wie jetzt an mir. Und meine Frage ist folgende. Sie gaben am letzten Wochenende auf die Frage nach Ihrem Finanzstatus an, Sie hätten eine Immobilie und aufgrund dessen 100.000 Verbindlichkeiten. Ist es nicht eher so, dass Sie bei einem Parteifreund seit knapp 10 Jahren eine titulierte Schuld von ca. 70.000 Euro haben? Können Sie der Versammlung gegenüber das Gerücht aus dem Internet über 12 Seiten Ihrer Tätigkeiten entkräften? Die Zeit ist um, Herr Demolski. Die Frage ist angekommen. Danke. Herr Demolski, vielen Dank für diese Frage. Ich bin ein Freund der Einheit und Herr Demolski, ganz persönlich die Ansprache, ich sehe in Ihnen einen Spalter und keinen Einer dieser Partei. Herr Demolski, ferner, Sie haben mir persönlich im Vorfeld kundgetan, dass Sie alles tun wollen, mich zu verhindern. Sie würden Ihre Leute aus Bochum durchsetzen. Sie kamen heute Morgen auf mich zu und sagten, Mensch, das kann jeder hören, ich werde dich verhindern. Herr Demolski, ich sage es Ihnen, meine finanziellen Verhältnisse sind sicher. Ich habe nicht von einer Immobilie gesprochen. Wir haben über insgesamt 100.000 Euro Verbindlichkeit mit entsprechenden Gegenwerten gesprochen. Sie hatten mich auch noch auf diverse Firmen angesprochen. Na ja, da gibt es ja welche, die waren in Insolvenz, die sind aber nicht mit Ihnen direkt zu verknüpfen. Ich sage es Ihnen, wenn Sie einen Venture Capital Fonds haben, Wagniskapital, wo 5 oder 10 Millionen in Einzelfonds drin sind und Sie machen 10 Investments von 500.000 Euro, dann ist in der Regel eine Faustregel. Die Zeit ist um, Herr Keuter. Nächste Frage, bitteschön. Ostermeier, KV Herne. Frage, im Ruhrgebiet haben wir jetzt sehr viele Menschen, die eigentlich durch die Industrie, die wir vorher hatten und durch die Kohle da alle leben. Wie stellen Sie sich vor, dass diese große Anzahl Menschen auf Dauer vernünftig unter guten Umständen im Ruhrgebiet weiterleben kann, gerade noch mit Zuzug von außen und von welcher Industrie könnten die Menschen leben, womit können wir unseren Lebensunterhalt auf Dauer wettbewerbsfähig bestreiten? Dankeschön. Das sind gleich 4 Fragen auf einmal. Versuchen Sie es mit einer. Ich versuche das mal global zu beantworten. Ich denke, dass die große flächendeckende Deindustrialisierung des Ruhrgebiets ein großer Fehler war. Das Ruhrgebiet oder auch Deutschland ist der Wachstumsmotor der Republik. International zeichnet sich Deutschland durch sehr großes Know-how, technologisches Know-how, aber auch durch sehr hohe Bildungsstandards aus. Wir müssen neue Technologien entwickeln, wir müssen neue Technologien und Unternehmen ansiedeln und wir müssen die Leute in Lohn und Brot kriegen. Aber wenn Sie das Problem gerade des Zuzugs nochmal ansprechen, ja, gerade im Ruhrgebiet haben wir das ganz große Problem, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund zu uns kommen, in der Hoffnung, hier
in Lohn und Brot zu kommen oder von Sozialleistungen zu leben. Hier müssen wir gucken, wer ein wirklicher Flüchtling ist, der vorübergehend bei uns Zuflucht suchen kann und finden soll, aber dann auch wieder nach Hause gehen soll. Und wer nur zu uns kommt, um Sozialleistungen abzugreifen, bitte zum Ende. Von denen müssen wir uns dann trennen. Danke. Die dritte Frage, bitteschön. Ja, Kronenberg, Kreisverband Düren. Lieber Stefan Keuter, wir haben eine sehr schöne Zustandsbeschreibung vom Ruhrgebiet von Ihnen gehört, die ich hundertprozentig teile. Ich habe auch eben von Ihnen gehört, dass Sie gerne Betriebe im Ruhrgebiet ansiedeln möchten. Das Problem ist nur, die siedeln sich nicht von alleine an und die kommen auch nicht, wenn man sie ruft, sondern man muss hierzu eine bestimmte wirtschaftliche Strategie verfolgen. Sie sind kein Sozialdemokrat. Was sind Sie dann? Ein Ordoliberaler, ein Libertärer? Welche Grundprinzipien vertreten Sie? Wie wollen Sie Arbeit schaffen im Ruhrgebiet? Ich halte es mit dem Grundgedanken der AfD. Verstand statt Ideologie. Wir brauchen, aber wir als AfD haben auch Wirtschaftskompetenz. Wir müssen uns, wenn wir gerade hier über die Landespolitik, gerade in NRW unterhalten, grundsätzlich Gedanken darüber machen, wie werden wir die linksgrünen versüffte, ideologisierte Politik los. Wie können wir Politik mit vernünftigem Menschenverstand machen? Das aber nicht nur in NRW, sondern auch auf Bundesebene. Danke. Lange, Kappa Düsseldorf. Stefan, wie bekommen wir das hohe Aktivitätenniveau und die große Geschlossenheit des KV Essen auf Nordrhein-Westfalen übertragen? Indem ihr mich unterstützt, liebe Parteifreunde. Nein, ich weiß, worauf die Frage abzielt. Also da bin ich stolz drauf. Ich habe es auch am letzten Wochenende gesagt. Mir ist es geglückt, einen zerstrittenen Kreisverband von einer knappen Mehrheit als neuer Sprecher zu einer geeinten, schlagkräftigen Truppe zu führen. Ich bin mit 100% wiedergewählt worden. Der Schlüssel liegt in Neutralität. Der Schlüssel liegt darin, niemanden auszugrenzen, alle Parteifreunde mitzunehmen. Politik ist Verhandeln, Politik ist Konsens finden und ja, Politik ist auch mal unbequem, um Meinungen einzubinden und mitzunehmen. Und dann gelingt sowas. Danke. Letzte Frage, bitteschön. Melder aus Köln, ich hatte dieselbe Frage. Dankeschön, ziehe die zurück. Vielen Dank. Gut, dann hätte jemand anders die Möglichkeit noch, bitte. Ja, ich bin es nochmal, der Herr Kronenberg aus Düren. Meine Frage finde ich noch nicht beantwortet. Könnten Sie mir sagen, nach welchen Prinzipien Sie Arbeit schaffen möchten? Ja. Danke. Ich bin ein Freund davon, dass man Anreize schafft. Anreize schafft man insbesondere nicht bei den Arbeitnehmern, sondern bei den Arbeitgebern. Deutschland muss als Standort attraktiv sein. Deutschland muss für Investoren attraktiv sein. Deutschland muss für Arbeitgeber attraktiv sein. Wir haben eine gewisse soziale Verantwortung, wir haben eine Verantwortung für die Lebensstandard unserer Mitbürger. Nichtsdestotrotz müssen wir es entweder durch staatliche Anreize, Subventionen, aber auch grundsätzlich durch eine gewisse Qualifizierung des Landes, was Bildungsstandards angeht, was Bereitstellung von qualifiziertem Arbeitspersonal angeht, die Arbeitgeber in die Lage versetzen, dass sie sich gerne hier ansiedeln und gerne auf deutsches Know-how zurückgreifen und das dann auch so bezahlbar ist, dass das international konkurrenzfähig ist. Danke. Dann bedanke ich mich beim Kollegen Stefan Keuter. Herzlichen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, abgegeben 320 Stimmen gesamt, ungültig 0, Enthaltung 5, Nein gegen alle 22. Wir ziehen von den 320 die 5 ab, sind 315, durch 2 ist 157,5, bedeutet das Quorum ist bei 158. Es hat erreicht Herr Christian Neubert 126 Stimmen, Herr Stefan Keuter 167. So, Hände hoch, wer damit gerechnet hat, dass wir heute noch weitere Plätze besetzen. So, wir haben also ein Ergebnis. Herr Keuter hat die einfache Mehrheit erreicht und ich frage ihn, ob er die Wahl auch annimmt. Herr Keuter. Ja, sehr, sehr gerne. Herzlichen Glückwunsch. So, dann